So, jetzt mal nur den Tee. Mal versuchen, mal sehen, was passiert. Nur Tee mit viel Salz drin. Ich schalte mal 30 Volt ein. Mir kommt es nicht auf die Blasen an, aber schaut euch mal an, was auf der linken Seite passiert und auf der rechten. Die gleiche Färbung, aber da wird was davon getrieben und auf der anderen Seite auch. Und es müsste klar werden, was wird wohl davon getrieben, worum geht's? So, ich guck mal, wie viel Strom fließt. Oh lala. Ganz schön viel. 2,5 Ampere. Klar durch das Salz, ne? Man nennt das auch Elektrolyse. Und jetzt werden sich auf beiden Seiten der Elektroden entsprechende Stoffe niederschlagen. Durch das Salz. Aber die Farbstoffe, darauf kommt es mir an, die Farbstoffe des Salzes, das war mir wichtig zu zeigen, wie schnell die und wie weit die davon getrieben werden. Ich mache mal lieber aus. So, es hört auf zu bläseln. Die Blasen sind wohl dadurch entstanden, dass hier Gase entwichen sind. Welche Gase? Na, kann es sein, dass bei der Elektrolyse von Wasser H2O in H2 und O2 aufgespalten wird? Das ist noch ein zusätzlicher Effekt. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie da irgendwelche Farbstoffe verteilt sind. Ich hoffe, man sieht es gut genug. Und jetzt gucken wir mal an, ob sich auch irgendwas an der Elektrode niedergeschlagen hat. Und siehe da. Noch ein bisschen näher. Hier ist schwarz geworden. So hat ist er eingetaucht. Ich sage jetzt Elektrode dazu. Das sind einfache Bananenklemmen. Oh, hoffentlich ist es jetzt nicht abgespült. Ja, leider. Jetzt hat sich auf der linken Seite etwas abgespült. Naja, hier schwimmt es noch. Vielleicht sieht man diese kleine Wolke da. Schade. Könnte ich jetzt hier auch abspülen. Ja, hier schon fast sauber. Okay. Na gut. Ich hoffe, das hilft auch wieder dem Gesamtverständnis. Und verbleibe mit besten Wünschen. Könnt ihr alles zu Hause selber auch ausprobieren. Aber nicht die Elektroden gegeneinander halten. Dann gibt es einen Kurzschluss, wissen wir ja. Also, bis später. Tschüss.